Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Wir restaurieren eine ca. 120, 130 Jahre alte Tür. Heute ist ein neuer Tag. Ich habe mir einen Fichtenpfosten hereingeholt, werde den jetzt grob zuschneiden und abrichten und dicken hobeln und werde daraus die morschen, kaputten Teile ersetzen, Profile nacharbeiten. Das Profile nacharbeiten wird eine sehr spannende Angelegenheit. Die Teile sind jetzt zugeschnitten, jetzt gehe ich raus, abrichten und dicken hobeln. Da nehme ich euch nur kurz mit, draußen ist es kalt, ich will nicht, dass ihr euch verkühlt. Alles gehobelt. Ich wollte vorher draußen nicht so reden, es war so laut. Normal hobelt man zuerst die Höhe, dann die Stärke, damit auf der Kante mehr Auflagefläche ist, das Teil gerade durchgeht. Wenn man nur mal eine 5 mm Kante hätte, würde das umfallen. Ich habe es jetzt anders gemacht, weil diese Teile sowieso so viel Breite haben. Ich habe das noch alles mit Übermaß. Das heißt, ich werde das jetzt verleimen auf die Breite, die ich brauche. Lasse es hier ein paar Tage liegen. Dann kann sich das Holz ein wenig ausarbeiten. Und dann wird es nochmal abgerichtet. So kann ich die Wahrscheinlichkeit, dass es gerade bleibt oder gerade ist, erhöhen. Also jetzt verleimen. Jetzt habe ich mir die Teile zugeschnitten, abgelenkt, das Tischlerdreieck raufgemacht. Leimregel muss man hier keine beachten, weil es sind stehende Jahresringe. Ich habe, wie ich sie zusammenleime, nur darauf geachtet, dass ich die Äste dann großteils noch wegschneiden kann. Wenn ihr mehr über das Verleimen erfahren wollt, müsst ihr reinschauen in das Video Dador Tischlerstube, die Verleimregel. Da wird das alles ausführlicher erklärt. Durch das Tischlerdreieck weiß ich jetzt genau, wie die Teile zusammengehören. Ob es hier bündig ist, ist in dem Fall nicht so schlimm, da ich es ja später nochmal abrichte und dicken hoble, also auf die Stärke hoble neu. Also bei dem Tischlerstube-Video mit der Leimregel werden die Zwingen aber hier außen angesetzt. Das ist nicht unbedingt richtig, aber dafür geben wir dann in der Mitte wieder ein Brett durch. Also wir zeigen in dem Video eigentlich, wie man auch hier in der Mitte, wenn die Platte größer wäre, Druck ausüben kann. Zulagen brauche ich auch keine geben. Kommt überall wunderbar der Leim heraus. Hier könnt ihr jetzt zuschauen, wie der Leim herauskommt. Wenn ich Druck erhöhe, er kommt hier nicht mehr, oder? Nein, falsch gefilmt, hier wäre er super herausgekommen. Das lassen wir jetzt eingespannt. Der Leim ist getrocknet, alles ausgehärtet und ich habe es wieder abgerichtet und gehobelt. Und jetzt werden wir uns die Maße übertragen, um das Ganze nachbauen zu können. Hier schaut was Rotes raus. Das geht bis nach hinten, also dass ihr nicht erschreckt. Ich mache Physiotherapie. Momentan kann ich nur 5 Pfosten auf einmal tragen. Mein Ziel ist es 17 Pfosten. Nein, ich habe etwas Verspannungen. Jetzt bekommt man ein Klebeband einmal um den Körper. Auf jeden Fall, ich reiße die Länge an, die Zapfen reiße ich an, also wo die Schlitze reinkommen, die Profiltiefe, denn das hier mache ich mit dem Handhobel, reißen wir an. Ich übertrage mir hier genau die obere Seite des Türblatt und hier unten
Und hier unten übertrage ich mir den untersten Punkt. Lieber ein wenig zu lang als zu kurz, würde ich mal meinen. Jetzt reiße ich mir hier genau fängt er an. Hier ist die Gärung. Hier reiße ich mir die Gärung an. Die Längen sind definiert. Jetzt will ich mir noch abmessen, wie tief die Gärungen hineingehen. 25 mm. 24, ja. Gehen wir von 25 mm aus. Stelle ich mir das Streichmaß auf 25 mm ein. Das zum Nachjustieren dieses Streichmaß ist immer ausverkauft, weil das würde ich gerne kaufen. Dann könnte ich diese Kleinigkeiten hier einstellen. So, jetzt reiße ich mir das an. Das ist jetzt eigentlich Außenkante Nut. Nein, hier nicht ganz. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Dann könnte ich hier eigentlich noch 2 mm mehr einstellen. Ich glaube, ich weiß nicht, was das wird dann sowieso rausgenutet, diese Einstellung. So. Genau. Oh, die Katze ist draußen. Die Katze will herein. Willst du herein? Jetzt wollte sie doch nicht herein. So, die Zapfen habe ich angerissen. Jetzt reiße ich mich hier an, wo... Hier, das ist das untere Teil und den Federzapfen. Darf ich nicht vergessen. Und hier dasselbe. Hier ist im oberen Teil der Federzapfen. Jetzt ist die Katze wieder da. Hier gehen wir aus von 5 cm. 15 mm. Das reiße ich mir rundherum an. Und jetzt kann ich mir diesen Strich hier überwinkeln und die Schräge schneiden. Wenn man sich das ganz von Anfang an anreißen kann, tut man sich etwas einfacher. Aber so reiße ich mir diese Striche jetzt mit dem 45 Grad Winkel an. Hier auch. Ich werde beim Schneiden darauf achten, dass ich eher mehr lasse und nachschneiden kann. Die bewegen sich auch keinen Millimeter. Dann messe ich hier diese Innenlichte noch nach. 104. Das sollte passen, das sollte ich hineinkriegen. Den unteren, den mache ich sowieso wieder selbst. Jetzt überwinkle ich diese 45 Grad auch noch. Wegen der Tiefe, aber da reiße ich mir nur das an, was ich dann wirklich schneiden muss. Reiße ich mir nur diese Tiefe an, die wirklich weggehört. So, ich reiße jetzt weiter an und wenn alles angerissen ist, dann werden wir zum Hobeln übergehen. Denn hier könnt ihr sowieso nicht allzu viel sehen. Ich werde euch noch einmal drüber schauen lassen. Hier die 45 Grad. Hier auch alles angerissen. Das muss dann natürlich ausgeklinkt werden und hier unten muss das alles weg. Jetzt habe ich hier in die Bankhaken ein Brett eingespannt und das Teil habe ich mir an das angezwingend. Also hier mit dem Bankhaken dieses Brett und hier angezwingend. Und jetzt schneide ich hier diese 45 Grad. Hier sieht man 100% habe ich es nicht erwischt. Hier passt es. Hier muss ich noch fertig schneiden. Es muss nicht 100% passen. Wenn ich es dann zusammenstecke, ich habe es größer gelassen, schneide ich mit einer Säge genau die Gärung nach und dann ist es ganz streng zusammen. Hoffe ich. Und jetzt muss ich das hier ausklinken. Ich versuche es jetzt einfach
mit der Laubsäge, weil ich gern mit der Laubsäge arbeite. Dann schneide ich natürlich jetzt. Der Laubsäge geht das natürlich jetzt gar nicht. Okay, da hätte ich vordenken müssen. Da gibt es so Blätter, da kann man seitlich schneiden. Dann würde das gehen, aber so ein Blatt habe ich nicht. Das dürfte jetzt keinem sagen, was da jetzt passiert ist. Ich schneide einfach ein paar Mal jetzt. Natürlich könnte ich vorher schon diese Schlitze einstemmen, aber da muss ich unnötig weit hinein, denn das, was ich jetzt wegschneide, brauche ich nicht mehr stemmen. Eigentlich habe ich vorgehabt, weiter oben zu schneiden, aber ich schneide jetzt eigentlich genau zum Riss. Bei solchen Arbeiten wäre es auch sinnvoll, sich lauter Winkelstriche zu machen. Dann trainiert man gleich ein wenig seine Fertigkeiten, wenn man nach diesem Strich nachschneidet. Ich mache das natürlich nicht, bei mir ist jeder Schritt total genau. Hier am Ende habe ich natürlich mit der Kreissäge eingeschnitten, soweit es ging. Und beim Rest verfahre ich natürlich wie beim anderen. Und jetzt stemme ich hier. Dann drehe ich es natürlich um. Gerade. Gerade stemmen ist hier angesagt. Nach ein paar Millimeter kann man dezent unterstemmen, aber wirklich nur dezent. Also hier habe ich jetzt wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe diesen Pfosten vom Stoß genommen, hat schön ausgeschaut. Ich habe mich eigentlich hauptsächlich auf die Jahresringe konzentriert. Habe geschaut, dass die Jahresringe stehen. Wäre perfekt, Kern und links und rechts quasi die stehenden Jahresringe, das Herzstück. Habe den Kern herausgeschnitten, alles war super. Dann habe ich gesehen beim Hobeln, dass hier Flügeläste sind. Habe mir gedacht, egal, das ist nicht der Hauptflügel, das ist der Flügel, der oben und unten mit einem Riegel befestigt ist. Also wenn er ein wenig sich verziehen will, denn Flügeläste wollen sich verziehen. Wenn er sich ein wenig verziehen will, spanne ich ihn mit den Riegeln an und ist gut. Ist jetzt nicht fachmännisch richtig, aber ja, ist so. Und jetzt habe ich mir gedacht, da muss ich wenigstens beim Anreißen aufpassen, dass ich nicht über die Äste hobel. Mit dem Handhobel ist das nicht sehr lustig. Und ich habe mir es genau so angerissen, dass ich über alle Äste hoble. Hier, hier ein Ast, hier ein Ast, hier ein Ast.